Marius Dünke hätte sich diesen Treffer verdient. Doch Schiedsrichter Achmüller machte dem Stürmer des FC Bayern einen Strich durch die Rechnung. Es sollte nicht die einzige umstrittene Entscheidung bleiben. Der Gegner war das Team der Stunde. Seit 9 Spielen ist der SV Heimstetten ungeschlagen. Bei den Bayern-Amateuren kehrte Stefan Buck nach kurzer Verletzungspause wieder zurück ins Team. Für Mehmet Scholl zählte deswegen nur ein Ergebnis. Sieg. Ein Ziel, das sein Team schnell umsetzen wollte. 6. Minute. Patrick war auch mit der Führung für die Bayern. Der 4. Saisontreffer für den aktuellen U19-Nationalspieler. Der SV Heimstetten fand kurze Zeit später die passende Antwort. Kurzes Hin und Her, Andreas Neumeier artistisch mit dem Ausgleich. Zu Saisonbeginn gekommen aus Fürstenfeldbruck unterstreicht der 28-Jährige seine guten Leistungen der letzten Wochen. Der Ausgleich zu dem Zeitpunkt jedoch eher schmeichelhaft. Trotzdem blieb der FCB die aktivere Mannschaft. Tobi Schweinsteiger mit dem Kopfball, doch dem Stürmer fehlen im Moment einfach die letzten Zentimeter vor dem Tor. 6 Tore in 16 Spielen seine Bilanz. Wieder Schweinsteiger, diesmal als Vorlagegeber für Dünke. Der geht locker an Keeper Lehner vorbei, doch der Assistent an der Linie entscheidet auf Abseits. Sehr zum Unverständnis von Trainer Scholl. In der Wiederholung wird jedoch klar, richtige Entscheidung. Dünke steht beim Pass von Schweinsteiger ein paar Schritte im Abseits. Der Fanblock des SV Heimstetten feuerte sein Team weiter an. Gefährlich wurde es jedoch nur vor dem Tor der Gäste. Pierre Heuberg scheitert am starken Patrick Lehner. Der 24-jährige Keeper spielte in dieser Spielzeit bislang 6x0 und brachte heute unter anderem auch Tobi Schweinsteiger zur Verzweiflung. Trainer Scholl war mit dem Zwischenstand und der Schiedsrichterleistung nicht zufrieden. Vor den Augen von Bayern-Profi David Alaba sollte es jedoch noch schlimmer kommen. 52. Minute, wieder ein langer Einwurf und wieder ein Tor. Andreas Neumeier erzielt per Doppelpack die 2:1 Führung. Bereits sein 10. Treffer in dieser Saison. Scholls Team hatte das Spiel aus der Hand gegeben, auch weil seine Offensivabteilung viele hochkarätige Chancen ausließ. Dünke scheitert wieder einmal an Patrick Lehner. Bei Heimstetten-Trainer Rainer Elfinger und seinem Trainerteam gab es allen Grund zur Freude. Die Chancen auf das 10. Spiel ohne Niederlage in Folge standen gut. Und auch die Chancenbewertung des FC Bayern sollte vorerst nichts daran ändern. Schweinsteiger mit der 3. hundertprozentigen Chance in der 65. Minute. Alessandro Schöpf ersetzte den verletzten Dänen Pierre Heuberg. Eine Einwechslung, die sich schnell bezahlt machen sollte. 68. Minute. Tolle Direktabnahme, das 2:2 durch Schöpf. In der letzten Partie noch in der 30. Minute ausgewechselt. Heute holt er die Bayern zurück ins Spiel. Dann wurde es ungemütlich. Nach einem Foulspiel konnte der eingewechselte Vastic sich nicht mehr beherrschen. Für die Unsportlichkeit an Sebastian Paul zückte Schiri Achmüller den roten Karton. Eine harte, aber gerechte Entscheidung, die natürlich für schlechte Stimmung bei den Bayern-Fans sorgte. In der letzten Szene des Spiels stand das Schiedsrichtergespann wieder im Mittelpunkt. Der vermeintliche 3:2 Führungstreffer von Hürzeler in der Nachspielzeit. Wieder wird auf Abseits entschieden. Nur ein Punkt statt 3. Mehmet Scholl ist mit seinen Youngsters dennoch zufrieden. Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen. Also sie sind 90 Minuten unterwegs gewesen. 90 Minuten haben sie sich gezeigt, sie haben sich präsentiert, sie wollten. Und das ist für einen Trainer auch ganz wichtig zu sehen. Trotz zweier Tore, Andreas Neumeier und sein Team am Ende nur mit einem Punkt. Mai ist unglücklich für uns. Wir konnten das 2:1 nicht mehr halten, kriegen nochmal so ein blödes Gegentor. Eigentlich enttäuschend, verlorene 2 Punkte im Endeffekt, wobei spielerisch Bayern natürlich weit überlegen war. Mit Alessandro Schöpfs Einwechslung hat Scholl ein goldenes Händchen bewiesen. Ich finde, erste Halbzeit haben wir gut gespielt, klar dominiert. Müssen wir auch 2:0 führen, sage ich mal. Und am Strich haben wir nur 1:0 geführt und dann war halt zu wenig. Im Endeffekt zu wenig. Wir hätten uns einen Dreier erhofft hier. Für Buck und Co. ein enttäuschendes Unentschieden im letzten Heimspiel 2012.